Guck mal, wie viele wir jetzt sind. Flak, du wurdest gerade so wenig. Weil jetzt sind wir plötzlich so viele. Flak, guck mal, wie viele Freunde du plötzlich gefunden hast. Und Tag, Corporal. Ja, wir wollten eigentlich nur kurz runterkommen und gucken, was unten gemacht wird. Aber ich glaube, das ist auch schon zu spät. Nee, ich bin nicht raus. Doch, gehst du. Nein, nein, ich habe gleich die Private nochmal aufgemacht, nämlich auch mal nach vorne gehen muss. Fahren wir mit dem großen Aufzug. Ja, kannst du so böse sein, wie du willst. Ich habe dem was versprochen und ich halte mein Wort. Nee, das wäre das erste Mal. Fängt aber hier alle Sachen los. Dachte ich mir. Platz wäre los. Plugende. Ich hab mich gefühlt. Du hast gerade gesagt, das ist das erste Mal. Kleine Schuld. Bist du voll? Ruhe. Was zur Hölle? Ich sterbe. Alles gut. Ich sterbe. Hier stirbt doch keiner. Wir fahren mit dem Aufzug, Kinder. Flak ist verloren. Aua. Flak ist verloren. Weg. Flak. Gute Nacht. Gute Nacht, Flak. Ja, der steht doch bestimmt gleich einfach auf. Der ist doch in der Baracke, oder nicht? Ja, Flak ist in der Baracke. Ich glaube, wir sollten abholen gehen. Hat irgendjemand eine Information über Flak? Hat Shiny gerade im Funk nach Flak gefragt? Nee, lustig. Shiny, der Aufzug. Wir haben es mitbekommen, aber wir haben es vertuscht, weil er gerade in der Baracke gegangen ist. So, jetzt beruhig dich mal. Den Kopf angestoßen, musste sich hinlegen. Den Aufzug auf gar keinen Fall bedienen. Er ist ganz unten. Shadow, der Aufzug funktioniert. Man soll nicht mit 20 Mann da rein. Das ist ein Punkt. Warum soll man denn nicht mit 20 Mann da rein? Hat das super funktioniert? Ja, genau. Weil Flak jetzt davon ganz müde geworden ist, weil da so wenig Sauerstoff dann drin ist. Ah. Warum gekippt? Ein bisschen Schwund ist immer. Haben wir wenigstens niemanden Wichtigen verloren? So, Grounded, was machst du jetzt? Warum kannst du nicht mitkommen? Eine Fortbildung versprochen hab, der kommt gleich wieder. Oha, okay, zur Seite, Soldat. Okay. Wenn ich einem Private schon sage, ich mach mit dem. Wir wecken Flak auf. Echt, so weit hinten sind wir? Corporal. Ja, tatsächlich. Ich bin wieder zweifelig an dir. Das ist gelogen und das weißt du. Alles stimmt. Flak, aufwachen. So, einmal Wasser hergeholt. Ah, ich habe noch eine Wasserflasche im Backpack, die sollte lang. So, wer schläft denn hier alles? Was ist das denn? Die Spätschicht. Da ist Flak kommt runter, Bett raus. Hä, Flak ist hier nicht. Flak, aufstehen. Flak geht jetzt in einen Unfall. Der ist am... Hä? Was? Der hatte einen Unfall? Der hat sich rausgeschlichen. Aber wenn Flak da ist, wer ist dann er? Das ist eine berechtigte Frage. Die Frage ist, ob wir die Antwort darauf möchten. Schnapp den! Naja, Spaß, besser nicht. Besser nicht. Hey, dann mal mit der Ruhe. Ja, okay! Hey! Genau. Immer wenn es da in der Nähe ist, machen alle Soldaten noch Scheiße. Na, das ist komisch. Ey. Ich erkenne ein Muster. Das stimmt nicht. Ach komm, solange wie du jetzt hier schon stehst, hätten wir auch schon längst rausgehen können. Jetzt mach doch deine dumme Fortbildung. Los, mach sie! Das ist schon gelogen. Trink den runter. Hey! Hey! Nein! Lang lebe der König! Nein, lass dich stoppen! Nein! Oh, ich flag meine 360. Ist echt alleine. Ja, verdient. Jetzt geh doch deine doofe Fortbildung machen. Medic. Habt ihr das gesehen, wie ich das flack gemacht habe? Flak, moin. Hast du dich rausgeschlichen? Wir wollten dich gerade wecken. Flak ist aufgestanden. Endlich. Auf erstanden quasi. Hey Männer, wir können raus. Auf geht's. Hallo ST, ich bräuchte einmal zwei von Ihnen in der Baracke ja, der TC. Ja, wenn wir gegen dich kämpfen, brauchst du mehr als zwei, keine Sorge. Ganze TC gegen zwei ST, ich glaube, das wird ganz schlecht für die ST enden. Aber lang lebe der König, das ist schon böse. Das darf man eigentlich nicht. Das ist, warum nein? Das reißt Wunden auf. Okay, Mufasa. Was ist denn das für eine Mannversammlung? Ah, ich hätte mir auch vor, dass wir dann eine Sprinterstaffel machen, die das Ding haben wir mit uns einen Hauptdruck. Das finde ich aber jetzt. Aber blau vor Orange, immer. Der blau hat Vorrang. Schließlich stellen sich aber alle, die an der AP teilnehmen möchten, da vorne am Hangarausgang auf. Hier an dieser Linie, die ist eine ihre Einheit auf einmal stehen bleiben. Hier, ne? Ja. Wer hat diesen dummen Kommentar abgegeben? Welchen Kommentar hätten Sie denn gerne? Blau vor Orange und dem anderen. Also blau vor Orange auch meiner. Geht um Vorfahrtsregeln. Und der andere Spruch, der kann man ja auch noch. Da muss ich passen, das weiß ich nicht. Solange ich bin mir sicher, derjenige, der den Spruch gebracht hat, hat es auch nur mit Humor gemeint. Man braucht jetzt auch nicht so ein großes Fass aufmachen. Sehr gut. Genau das ist es. Wenn sowas vor anderen Einheiten gesagt wird, kommt es immer wieder vor, dass solche dummen Sprüche von den unteren Mannschaften. Warum hat die GRC immer so Stress mit uns? Die Leute haben gegen die Einheit gehetzt und so weiter. Das sagen wir unseren Leuten auch immer wieder, wenn wir sowas mitbekommen. Überlegen Sie einfach, wie Sie das finden würden, First Corporal, wenn ein GAC-Specialist an Ihnen vorbeiläuft und sagt blaue Pest als Beispiel. Wäre auch nicht so cool, oder? Es geht hier in erster Linie, dass das Einheits- oder das Klima in diesem Flottenverband so gut wie möglich da bleibt. Ich will hier jetzt niemanden irgendwie anschnauzen wegen dem dummen Spruch. Der nette, liebe Special Crash, wenn irgendein First Sergeant, Master Sergeant da vorne mit einem First Corporal diskutiert, dann halten Sie Ihre Scheißfresse. Er hat jetzt was Böses gesagt.
Keine. Oh, wir haben ganz böse Sachen gesagt. Also zurück zum Thema. Dora, wollen Sie in ATT fahren? Oh, ja, falscher Muskel. Sehr gefreut. Hallo Mason, ich fahre auch Panzer. Wir haben 2 ATTEs, Knaller, ne? Ich dachte Knopf wäre bei mir, okay. Ja, da habe ich jetzt auch gedacht, deswegen war ich jetzt maximal verwirrt. Ja, ich habe ihn gefragt, ob ich ihn nehmen kann. Er hat gesagt, ja, nehmen soll ich den Schade. Ich bin aber schon vergeben, Mason. So viele Medics benötigen, wie sie übrigens können. Komm, würfeln. Okay, achso. Hey, okay. Das andere würfel. Einen, Sir. Ja, trotzdem meiner Würfel, egal. Ich wollte gerade sagen, schmeiß ich trotzdem. Welchen Schützen haben Sie? Ich hab Knopf. Mason hat noch keinen, weil er zu langsam ist. Ja, Mason. Weil Knopf mir ja weggezogen ist. Ja, Mason, pronto. Nee, du warst einfach zu langsam. Negativ, ich habe die Innenplatzverfotschellung noch nicht. Ich zu stellen. Wir sind zu wenige für eine Kolonne. Panzerfahrer ist Panda mit ihren Fahrzeugen vor. Wir müssen jetzt mit den Fahrstühlen runterfahren. Ernsthaft? Ja, denkt ihr, 2 ATTEs passen auf einen? Locker. Das wird sich zeigen. Die Panzer brauchen noch ein bisschen. Ah, die Panzer brauchen noch ein bisschen. Ich fahr dann hoch, ne? Passt? Ja, passt. Da finde ich eigentlich ganz cool mit diesem Hoch- und Runterfahren, das hat was. Aber ich hätte auch drehen sollen, du siehst cool aus. Ja, auch. Panzer fahren dann einmal bitte zum Hauptausgang der Basis, also zum Tor der Basis vor und warten dort. Ja, wir stehen ja perfekt. Dann Kolonne Marsch. Ja, Panzer gibt das Tor über vor, ich werde die Richtung angeben. Schon einer vorne und einer hinten. Soll er mir damit sagen, soll ich stehen bleiben oder wie? Und du sollst einfach nicht so rennen. Ich glaube, das war die Ansage. Nur, da ist ein riesiger Schädel. Das ist ein Crate-Drache. Ah. Ja. Sehe ich das richtig? Nein. Ich würde sagen, wir halten und bekämpfen. Panzer ebenfalls anhalten. Okay. Pass auf mit deiner Munition, nicht, dass ihr Masken selber zu sehr verschwendet. 10-6 Richtung Nord. Pass auf mit euch. 10-6 Richtung Ost. Genox, Tracer, wanted. Sie übernehmen die Rücksicherung. Okay, folgendes. Alle Mann auf die Panzer aufsitzen. Wir klettern jetzt die Wand hoch zum Funkturm. Da haben wir gleich zu wenig Platz. Da kommt ein Panzer wieder runter und holt alle, die nicht mitkommen konnten, nach oben. Ja, warte, Star, pass auf, ich geh mal links. Oben verweilen dann eine Punkte, die aufgestiegen sind und warten auf das Eintreffen der anderen. Knüller. Star, nimm deinen Panzer und den Medic und hol ihn. Gut, alle absitzen bis auf den Medic. Medic ist schon unten. Ach, Himmel. Besser, ich hab alles gedacht. Oben bleiben, gehen Richtung Norden. Ja, sehr gut. Ich kletter jetzt hier runter und hol Kandora. Nur, Sie gehen mir zu weit vor. Bleiben Sie bei uns. Sie möchte, dass wir so beide Panzer in der Nähe. Da gleich alle wieder rein. Nee, wir können doch einsteigen von hier aus. Ja, Star, du kannst außen aber, glaube ich, nicht ganz absetzen. Das heißt, du musst an der Wand bleiben. Nein, mach ich nicht. Ich bleibe auch an der Wand. Check. Wieder 10-1 zum Handeln. Kandora! Wieder da. Oh, ich hab den Panzer abgestellt, der dich nach oben bringt. Wir sind beim Funkturm. Verteilen sich auf alle vögeligen Oberflächen. Ich möchte, dass in alle Richtungen ein Sichtfeld ist. Mason, können wir uns nicht auf den Turm stellen? Funkturm gesichert, Sir. Wie meinst du auf den Turm? Gut gemacht. Da ist eine Landefläche, aber ob wir da hochkommen müssen. Nein, noch höher. Halten wir die Stellung, bis der Panzer auf den Turm. Mit dem Second wieder hier ist. Nee, ich glaube, da passt. Ich zeig dir mal. Ich glaube, dafür ist der Stängel zu eng. Na, ich komme nur jetzt da drauf. Das ist zu nah. Oh Gott. Wir sind ein paar Schritte zurück, nicht, dass ihr den Panzer kaputt macht. Na, ich will da hoch! Nein, sie kommen hier nicht hoch! Sie machen doch den Ausbau kaputt! Nein, das ist zu wenig Platz! Ja, er hat gesagt, auf, dass du die Leute da nicht umhängst. Versuch zu springen. Hier muss er jetzt seitlich. Nee, das geht leider nicht. Schade. Warte, ich versuch mal da unten. Ne? Ich kann ja machen, ne? Wir bleiben ja im Moment hier. Ich versuch mal ein bisschen was, ne? Star, versuch mal von dir aus links. Da gibt's eine Einkerbung, wo du unten irgendwie. Ja, warte, ich versuch mal hier. Star, bring den Panzer auf die andere Seite des Funkturms. Ja, ist doch hier die andere Seite des Funkturms. Vielleicht geht's ja hier. Na? Ja, das ist klar. Zum Teufel. Ja. Wer sagt's denn? Doch, ja. Hab ich aufs Loch, du erklärst mir nicht den Außenposten. Oh. Ah, okay. Das ist ein zu großes Unfallpotenzial, was wir hier haben. Ja, gut. Apropos Unfallpotenzial. Ich weiß nicht, ob das stecken geblieben ist. Ja, wir hängen hier so ein bisschen. Wir haben noch einen EC dabei, oder? Star. ATT schlafen. Vielleicht bräuchten wir einen EC. Wie habt ihr das geschafft? Beide haben nicht mehr standgehalten. Bei diesem Unfall. Naja, das Bein hat sich hier nur verhangen, ne? Perfekt. ATT macht so, Fahrer so, boom, Unfall. Ey, Vorsicht. Ja, ich wollte halt auf den Turm, ne?
Ja, Mission completed. Corporal Star, das haben Sie gut gemacht. Der danke, ATTE danke. Ist auf dem Turm. Nee, ich wollte eigentlich da hoch. Gut, dann bleiben Sie bei dem Panzer, bis wir den geborgen haben. Kannst du den Panzer doch eben mit deiner Einheit sagen, ganz ehrlich? Ja, Flak, du, ganz unglücklich ist das passiert jetzt hier. Ganz unglücklich. Ich hab dir dreimal gesagt, nicht da hochklettern. Ja, ich bin ja auch nicht hochgeklettert. Ich bin ja nur dran geklettert. Du hast gesagt, ich soll auf die andere Seite vom Funkturm und da schien es mir am sinnvollsten über den Funkturm. Meine Güte. Oh, das Bein ragt hier durch den Außenposten durch. Wie habt ihr das hinbekommen? Ja, Flak, ich wollte ja festhalten, ne? Mit den Beinen. Es ist hier, meine Güte. Na, Sachen passieren. Aber das Bein hält. Das ist eine gute Frage. So, da werden später viele Fragen gestellt. Na, glaube ich nicht. Schön, da will ich aber so schlimm sieht es gar nicht aus. Finde ich nämlich auch nicht. Das meint ihr, oh. Ja, der hängt halt so ein bisschen auf 7:30, ne? Der Panzer hält aber nicht genug aus. Das muss so. Das ist das Problem. Ja, das ist aber das Problem vom Panzer, ne? Ja, eben, der hält nicht genug aus. Der geht zu schnell kaputt. Das ist ein Star-Problem. Ein eindeutiges Panzerproblem. Definitiv kein Star-Problem. Ganz weit weg davon, ein Star-Problem zu sein. Ach, guck mal, da ist die Abholung. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das machen möchte. Wie habt ihr das denn gemacht? Hoffentlich greifen die Magneten. Ja, Sascha, ich dachte, die zweite Runde TC gegen EC mache ich mal gegen den ATTE. Sanitätsausrüstung, soweit ich weiß. Ich versuche mal, von unten Seite dran zu machen. Verstanden, Stellung halten, wir müssen unseren Panzer bergen. Ha, Flak, guck mal, das klappt doch. Ja, klar. Beine hängen ein bisschen, muss man sagen. Ich wollte nur ein bisschen Action in deine HP bringen. Es liegt am Boden, versucht die Verletzten erstmal zu sichern und in den Funkturm zu ziehen. Alle Verletzten werden in den Funkturm gezogen. Kletter mal kurz aufs Dach und First sollen wir eventuell den Medic mit den Verletzten einschließen, damit er sich um Rosi kümmern kann. Oh, ja, ja. In Richtung Norden zu schicken. Unser Panzer ist fast zerstört. Mason, bitte wiederholen. Geht wieder in Richtung Norden beim ATT. Unser Panzer ist stark beschädigt. Herzlichen Dank, ich schicke euch einen rüber. Das ist schon weg, alles wird gut, ruhig bleiben. Oh Gott, weg mit dir. So, vor euch kann man ja hier die Verletzten annehmen. Star, ich bin da, oh. Ich nehme ihn. Sehr gut, kommt. Ja, sehen Sie, wir gehen einmal jetzt direkt hier zum Weiterpanzer hier. Ein bisschen streicheln, das muss ja auch, ne? Das ist ja auch dann kann ich wieder, emotionaler, ne? Panzer. Keine weiteren Unfälle ist da. Keine weiteren Unfälle. Also jetzt nicht. Die Türen werden geöffnet. Stell dich aber nicht genau vor die LATs, geh jetzt ein Stück nach links. Absetzen und in die LATs. Absitzen. Erfolgreicher Außenpatrouille. Ja, genau das gleiche wollte ich gerade aussagen. Da ergänzen wir uns doch prächtig.